Was geht ab, Freunde? Ein neues Black Panther und Captain America Game wurde jetzt offiziell angekündigt auf dem Disney Marvel Game Showcase oder bei dem Showcase. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redest du eigentlich? Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ich auch nicht, Freunde. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es laufen soll. Ich habe die Show jetzt noch mal im Nachhinein reingezogen. Ihr habt nichts verpasst. Sehr viel Mobile-Kram, sehr viele Spiele, wo wir schon wissen, dass es kommt. Zum Beispiel ein neuer Trailer zu Marvel Midnight Suns, was natürlich ganz cool ist. Ich habe da auch schon Bock auf das Game. Aber dann zum Beispiel auch so diese Disney Valley, was jetzt neu rausgekommen ist. Aber das Highlight, Freunde, das Highlight ist das neue Black Panther Captain America Game. Es hat nicht mal einen Titel bisher, aber ich habe mir jetzt einige Informationen reingezogen, auch ein Interview von den Machern quasi oder von den Machern, die die Story schreiben zumindest. Und es klingt sehr vielversprechend, Freunde, sehr vielversprechend. Und ich werde euch jetzt alles erzählen und auch meine Gedanken zu dem Spiel. Ihr könnt natürlich auch gerne nach dem Video eure Meinung in die Kommentare schreiben. Habt ihr Bock auf ein Black Panther Captain America Game? Lasst auf jeden Fall auch gerne eine Bewertung da, um das Video zu pushen, Freunde, ja. Wäre auf jeden Fall eine ehrenhafte Sache von euch. Und natürlich auch gerne meinen Partner abchecken. Link in der Videobeschreibung, könnt ihr Game eurer Wahl gewinnen beim Gewinnspiel kostenlos. So, also wie gesagt, das Black Panther Game bzw. Black Panther Captain America Game wurde jetzt angekündigt, hat noch keinen Titel, soll aber im Zweiten Weltkrieg spielen und die Schauplätze sind Paris und Wakanda. Natürlich, klar. Paris ist natürlich sehr, sehr interessantes Setting im Zweiten Weltkrieg. Ja, da würde ich mir auch gerne mal ein Assassin's Creed wünschen. Ich meine, dieses Level aus Unity war schon ganz cool. Aber wie gesagt, wir spielen dann in Paris und Wakanda. Das Ganze, Freunde, das Ganze, oder beziehungsweise die Story und allgemein das ganze Team wird anscheinend geleitet von Amy Hennig, Freunde. Und wenn euch jetzt der Name nichts sagt, die Spiele, wo sie die Story geschrieben hat, wo sie teilweise auch das Team geleitet hat, das wird euch 100% was sagen. Jack and Dexter, Soul Reaver, aber auch Uncharted 1 bis 3, Freunde. Das ist die Frau, die die Story geschrieben hat zu Uncharted, die ersten drei Teile, teilweise auch das Team geleitet hat. Und die ist anscheinend jetzt auch ganz vorne mit dabei. Plus denn Mark Bernardin oder Bernardin, ich weiß nicht genau, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Das ist anscheinend auch ein Dude, der ein Autor ist selber, auch im Comic-Bereich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Selber viele Games zockt und der hat schon einige Sachen gesagt, die ihn sympathisch gemacht haben in diesem Interview. Er hat nämlich gesagt, ich lese Comics, seitdem ich denken kann oder seitdem ich lesen kann, besser gesagt. Und ich habe einfach Bock auf dieses Superhelden-Ding. Ich will euch zeigen oder ich will mit diesem Spiel euch rüberbringen, was es heißt, ein Held zu sein und dass man natürlich auch diese Fantasien dann rüberbringen kann. Also wenn ihr euch vorstellt, quasi ich bin jetzt Captain America oder ich bin Black Panther, das will ich geil rüberbringen. Dann plus Amy Hennig, Freunde. Wie gesagt, die hat schon einige Spiele geil rausgehauen und geil geschrieben. Die wollen halt einfach diesen Fokus auf diese Cinematic-Sache ziehen und das hört sich natürlich sehr nach Uncharted an. Kann sein, dass sie da in diese Richtung gehen, so von der Präsentation her. Das Ganze soll auch kein Koop-Titel sein, sondern eher so wie Uncharted, und das hat sie wirklich explizit gesagt, es soll wie Uncharted sein, da gibt es auch keinen Koop-Modus, aber da kann man gut zugucken, das kann man gemeinsam erleben, weil es halt so filmisch ist, weil es so story-driven ist und da legen sie den Fokus drauf. Und alleine diese Sachen hören sich schon sehr geil an. Mal davon abgesehen, Freunde, dass wir hier von Black Panther und Captain America reden. Das sind zwei coole Typen, die geile Moves drauf haben, die geile Stories haben, in den Comics, auch in den Filmen teilweise natürlich. Und die als Duo ist schon mal sehr geil. Dann soll es noch zwei weitere Figuren geben, die wichtig sind für die Story. Zum einen ist es dann der Kollege Gabriel Jones. Ja? Gabriel Jones ist einer aus dem Trupp, aus diesem Howling-Kommando-Trupp, wo dann auch anscheinend Captain America dabei ist, wahrscheinlich auch Buggy. Ich habe das jetzt nicht ganz mitbekommen, aber ich glaube, das ist der Trupp, den anscheinend auch laut den Informationen aus dem Internet, Freunde, ich habe sogar recherchiert so ein bisschen über die Figuren, ja, weil ich mir die Namen dann aufgeschrieben habe und die habe ich dann in Google reingetippt und habe dann ein paar Informationen bekommen. Und Gabriel Jones ist anscheinend der einzige schwarze Soldat in diesem Trupp, der dann auch von Nick Fury anscheinend geleitet wird. Ob es dann im Spiel so ist, werden wir dann sehen, ja. Aber das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Der Trupp soll anscheinend auch sehr, sehr gefürchtet worden sein von den Nazis. Und die haben teilweise dann gegen Klaue gekämpft, die Figur kennt ihr ja bestimmt aus dem Film, ja, Klaue. Und Simo. Kennt ihr vielleicht aus der Serie oder auch aus dem Film? Ja, das sind schon mal sehr, sehr coole Figuren, die vielleicht als Bösewichter auftauchen könnten. Und das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Vor allem, wenn du dann teilweise mit dem Trupp unterwegs bist, Captain America führt den an und so. Das könnte schon mal als Setting sehr, sehr geil sein. Zudem soll der dann auch T'Chaka, der natürlich dann der Black Panther zu der damaligen Zeit ist, gerettet haben soll. Also der soll ihn gerettet haben. Der soll dann irgendwie so sein Vertrauen bekommen haben. Dann gibt es anscheinend so eine Story in den Comics, wo er
dann auch den Auftrag bekommen hat von Fury, weil er ja so in Kontakt ist mit dem Black Panther, denn Vibranium zu stehlen, aber dann macht er das nicht, weil er ihn nicht enttäuschen will, sowas. Also da gibt es schon mal die Verbindung, ja, zu Black Panther, alleine mit dem Begleiter, dann auch noch Captain America, schon, klingt schon mal sehr cool. Sehr cool. Dann soll die andere Figur, die andere wichtige Figur, Nanali sein, aus Wakanda. Das ist nämlich die Königin zu der damaligen Zweiter Weltkriegszeit. Das ist auch schon mal ganz cool. Und da gibt es anscheinend auch, hab ich durch das Internet erfahren, eine Story gibt es da, wo Klaue eine Mission in Afrika hat, weil er die Gunst von Hitler erringen will wieder oder zurückgewinnen will, stürzt dann aber in Wakanda ab und ist dann erst so auf freundliche Basis unterwegs und denkt sich, ey, was geht denn ja? Was ist das für ein Volk? Ey, warum sind die so fortschrittlich? Und entdeckt dann halt, dass die Vibranium haben und natürlich ist er dann böse, der böse Typ, will dann die Leute irgendwie so hintergehen. Und Black Panther will das natürlich verhindern, kämpft dann mit Klaue, ja, also der Black Panther kämpft mit Klaue und bei diesem Kampf stirbt anscheinend Nanali, die Königin. Also, wenn die das zum Beispiel übernehmen würden, das sind ja jetzt Stories, die ich jetzt erzählt habe aus den Comics, aber das bringt schon mal ganz guten Stoff mit rein, ja, vielleicht übernehmen sie da einige Aspekte, vielleicht schreiben sie auch ihre komplette eigene Story, aber das hört schon mal sehr, sehr cool an, weil da die komplette Verbindung besteht. Jetzt mal angenommen, das Ganze fängt erstmal an, dass Black Panther sein eigenes Ding macht, diese Sache passiert und Captain America kennt ja auch schon Klaue, weil die auch gegen die gekämpft haben und vielleicht verbünden sie sich deswegen. Das könnte man jetzt so als von der Story aus den Comics mit rübernehmen in das Spiel. Könnte man machen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie schon ihre eigene Story schreiben, aber das klingt alles schon sehr, sehr geil. Gerade auch das zweite Weltkriegssetting in Paris und Wakanda, das ist schon interessant, ja, also dass du da Black Panther und Captain America spielst, gerade Black Panther in dieser Zeit, der ja schon durch diesen technischen Fortschritt aus Wakanda mit dem Vibranium schon ganz gut unterwegs ist bestimmt, ja, und dass er wahrscheinlich, dass es auch da viel rumgeht und dass dann die Technologie sehr, ja, begehrt ist, das könnte ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Dann, wie gesagt, mit diesem Fokus, dass sie wirklich Fokus setzen auf diese Singleplayer-Story-Erfahrung, ja, dass sie das alles, ja, cineastisch geil inszenieren wollen, Das klingt einfach geil. Ich bin mal natürlich gespannt, ob sie das hinbekommen, weil Amy Hennig, klar, die hat Uncharted gemacht oder geschrieben und teilweise das Team geleitet, aber wir reden von dem Team Naughty Dog. Ob das Team, was sie jetzt dort hat, bei diesem, wie heißt das Studio, von den Skydance, glaube ich, war das, ob die jetzt auch so krass sind wie Naughty Dog, das müssen wir mal sehen. Aber es klingt auf jeden Fall vielversprechend, die wollen ihr eigenes Ding durchziehen und haben da sehr... in diesem Interview bei IGN sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr begeistert selber geredet und erzählt, dass sie eine richtige Version verfolgen und das ist schon mal sehr, sehr gut und das hört sich sehr gut an, Freunde. Ich hab da echt Bock drauf. Es könnte sehr geil werden, ne? Aber auf der anderen Seite könnte es vielleicht für den einen oder anderen auch zu viel werden, ja? Weil sie war auch schon mal eigentlich eingeplant, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass sie mit Visceral Games, die alten Dead Space-Macher, das Studio wurde ja leider geschlossen, sie sollte 2014 schon vor einigen Jahren damals ein Star Wars-Spiel mit denen machen. Und seitdem war einfach Funkstille, ja, und jetzt, 8 Jahre später, kommt sie jetzt um die Ecke und hat jetzt, ein Marvel-Game angekündigt. Keine Ahnung, wann das Spiel kommt, ja, das haben sie nicht gesagt, es hat ja nicht mal einen Titel, es hat jetzt einen kleinen, eine Minute Trailer, den habt ihr jetzt wahrscheinlich schon 5-mal gesehen im Hintergrund, was so von der Stimmung schon ganz cool aussieht. Aber ansonsten gibt es da keine Informationen. Natürlich kommt es nur für die neuen Konsolen, natürlich kommt es dann für den PC, das ist klar. Ob es dann vielleicht irgendwie durch eine Cloud-Version noch für Switch kommt oder Google Stadia, aber gut, wen juckt das. Aber es kommt natürlich nicht für PS4, ist ja ganz klar. Also da braucht ihr keine Hoffnung haben. Es klingt geil. Ich sag euch ganz ehrlich, das klingt geil. So mit diesen Stories aus den Comics, die da erzählt wurden über die Figuren. Das sind jetzt nur ein, zwei Stories, die ich jetzt extra rausgeschrieben habe, um euch die nochmal zu erzählen. Die werden natürlich ihr eigenes Ding machen, aber ich habe da schon Bock drauf. Alleine, wie gesagt, als der Typ erzählt hat, ich bin selber Fan, ich zocke selber, ich habe Bock, euch das zu zeigen, was es heißt, ein Held zu sein. Wir wollen eine geile Story dazu schreiben, wir wollen aber auch, dass sich das geil anfühlt, spielerisch, ja. Das soll sich auch spielerisch geil anfühlen, ein Held zu sein, aber auch mit der Bürde, ja. Aber das hat sie ja auch schon ganz gut geschrieben. Teilweise, dass du halt auch die, ja, nicht nur die guten Seiten von dem Heldentum siehst, dass du sondern wahrscheinlich auch diese Bürde spürst. Und da könnte ich mir schon was Geiles vorstellen. Ja, das sind so meine Gedanken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne eure Meinung in die Kommentare und unbedingt gerne auch als Unterstützung, als Support, als ehrenhafte Aktion eine Bewertung da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten danke, wir hören uns, haut rein und tschüss.